Wir wollen heute mal neue kulinarische Wege gehen, und zwar auf dem Grill. Es muss nicht immer Fleisch sein, und wenn wir einen Ersatz dafür suchen, dann muss es auch kein Fleischersatzprodukt sein, sondern in dem Fall machen wir heute Tempeh. Und das orientalisch, asiatisch, mit Aubergine auf dem Grill, bisschen Minze, super lecker, los geht's. Was ist dieses Tempeh eigentlich? Es sind Sojabohnen, die mit Hilfe eines Pilzes fermentiert werden und dann zu einem Block gepresst werden. In Indonesien längst ein Nationalgericht und auf dem Grill eine richtige Geschmackswucht. Der Tempeh geht auf dem Grill recht schnell. Deswegen kümmern wir uns zuerst um die Beilage. Und da haben wir wunderschöne Auberginen. Die schmoren wir schön langsam, damit sie innen cremig sind, mit tollen Gewürzen. Und da kümmern wir uns jetzt drum. Die Aubergine braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Wir schneiden sie einmal längs durch, dann wird sie kreuzförmig eingeschnitten, damit sie schön die Gewürze aufnimmt, und dann kommt sie auf den Grill. Gewürzt werden meine Grillauberginen heute mit einer Mischung aus Kreuzkümmel, Ingwer und Knoblauch. Der wird schön eingerieben, und dann kommt natürlich noch ein guter Spritzer Olivenöl drauf, damit sie die Aromen verbinden. Und wer sich jetzt fragt, warum auf der Hautseite die Aubergine auf der Griddle Plate gelandet ist, weil die Haut natürlich ein Hitzepuffer ist. Das bedeutet, das Innere kann jetzt bei geschlossenem Deckel schön langsam schmoren. Die Aubergine ist jetzt super schön saftig und weich. Aber damit sie noch den letzten Geschmacksbums bekommt, drehen wir sie jetzt noch mal kurz um und grillen sie für 30 Sekunden auf der Schnittfläche. So kriegen wir richtig schöne Röstaromen und ein wahnsinnig tolles Ergebnis. Die Aubergine darf jetzt noch ein wenig ruhen. Währenddessen kümmern wir uns um den Tempeh. Den kann man behandeln wie ein gutes Steak. Einfach ein wenig Sonnenblumenöl drauf, Salz und scharf rausgrillen. Wichtig dabei, in der Mitte muss er auch schön heiß sein. Das ist schon eine schnelle Nummer, so ein Tempeh. 2,5 Minuten von jeder Seite richtig schön anbraten und das Ganze auf Vulkanposition mit unserer Griddle Plate. Jetzt ist er fertig, aber wer möchte, kann ihn jetzt noch mit ein wenig Teriyaki-Soße glasieren und nochmal für 10-15 Sekunden scharf auf beiden Seiten karamellisieren. Zu guter Letzt kommt jetzt noch ein kleiner Anrichtetipp von mir. Wir legen die Aubergine auf den Teller, die wird garniert mit frischer Minze, Olivenöl und Parmesan und die Tempeh in Scheiben geschnitten daneben. Tempeh mit Aubergine, kein ganz alltägliches Gericht, aber beim Grillen kann man auch mal neue Wege gehen, deswegen viel Spaß beim Nachgrillen.